Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen. Warte mal. Okay, Demo muss. Ich will aufhören. Hört nicht auf! Erstmal herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der ist geil, ist am Start. Genau wie man hier sehen kann, eine kleine Runde Spyro Year of the Dragon. Als zweites zu unserem Retro-Sonntag. Wir nehmen mal direkt hier das. Er macht irgendwie nichts. Ein Augenblick, das. Ah, jetzt macht er was. Das ist was. Eins unserer ersten Retro-Let's Plays, und ich muss mal gerade nochmal. Irgendwie habe ich das mit der Kamera noch nicht so ganz hingekriegt. Auch keine Ahnung. Ich habe ihr entschuldigt gerade mal. So ist besser. Alles live hier, alles live. Ich glaube, so ist es ein bisschen besser. Ich glaube, man hat auch noch irgendwas vom Ton. Wie gesagt, tut mir leid, ich nehme das mit meiner Kamera auf, aber ich dachte mir, so ein Retro-Sonntag wäre eigentlich mal ganz cool, so gesehen. Und da mein Programm halt leider nicht für die PlayStation 1 funktioniert, tja, muss ich das leider so handhaben. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Das will ich haben. Deutsch. Stellplatz 1. Ich habe, wir haben noch kein. Wir machen mal ein komplett neues Spiel. Diesen hier. Kommen wir mal, die Libelle Sparks. Ich weiß leider nicht, wann das Spiel entwickelt wurde. Ich werde mich mal jetzt demnächst mal ein bisschen mehr informieren. Ein böser Plan entwickelt sich.
Ein mächtiger Bösewicht gibt sich zu erkennen. Eine verzweifelte Rettung beginnt. Du sagst das. Ach, putzi, diese Grafik. Sieht so aus, als wenn sie nur mit einem Texturpack einmal drüber gezogen hätten, diese Scheiße hier, ey. Haben mehr. Okay. Wie eh und je muss man hier Diamanten sammeln. Mit denen kann man später etwas machen. Leider so die Kamera an sich könnte ich nicht wechseln. Ich könnte auch hier mit machen. Hier mit fliegen war, also eher gleiten, indem man springen drückt und nochmal springen. Damit machen wir Stoßangriff, okay. Und hier haben wir unser Feuer. Was für ein Drache ohne sein Feuer. Das nehmen wir nochmal mit. Oh, hier haben wir was ganz Besonderes. So, hier haben wir was ganz Besonderes. Frissi Sparks, Frissi! Yay! Und damit haben wir ein Leben dazu bekommen. Die sind hier überall so ein bisschen versteckt. Spyro hat eine ganz interessante Vorgeschichte auch mit dabei. Und späterhin wird es wirklich ein bisschen. Es ist natürlich so, Spyro, die ersten Teile sind so ein bisschen einfacher. Ich weiß leider nicht mehr, wie die heißen. Isabelle! Aber ja, haben so hat so eine schöne Vorgeschichte, und zwar sind alle weiblichen Drachen irgendwie weg. Existieren nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sie abgehauen sind oder gestorben sind oder überrammelt. Ich weiß es wirklich nicht. Aus dem Bild jetzt hier! Verrücktes Mongo-Katzenvieh. Nein! Ja. Ja, genau. Alle. Ich möchte jetzt gerne ein bisschen spoilern, weil ich das Spiel noch so ein bisschen in Erinnerung habe. Aber dann doch lieber nicht. So, erstmal alles kaputt machen. Und hier haben wir die Person, die uns das ganze Diamantengedönse wieder abnimmt. Schwieg, 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 schwieg. Okay, das ist der passende Name Geldsack. Der hat uns schon einmal Probleme beschert. Die Zauberin hat mich gebeten, Chila das Känguru zu bewachen. Wenn du etwas
sie reinkommen lassen. Dann könntest du sie ans Haus gehalten oder so. Wie viel soll das gute Stück denn kosten? 300 Edelsteine werden benötigt, um Sheila zu befreien. Wir haben 61. Da wollen wir also noch ein bisschen sparen. Da oben haben wir auch ein Ei. Dann kommen wir aber zurzeit noch nicht dran. Erstes Diamant hat eine andere Anzahl. Hier haben wir 5 zum Beispiel. Die goldenen geben 10, wie ich das gerade richtig mitbekomme. Und die roten einen. Hi, Spyro. Hi. Ah. Um die Kamera schnell hinter dir zu zentrieren, drück die L1 oder die R1-Taste. Einen Rundumblick bekommst du, wenn du die Dreieck-Taste gedrückt hältst. Ach so. Okay. Ja. Können wir drehen. Das war jetzt so ein Speicherpunkt sozusagen. Hier haben wir fixieren, okay. Rundumblick. Können wir hier mitmachen. Mit diesen super dicken, fetten Augenbrauen mittendrin. Schön, schön. Fixieren und hiermit können wir uns ein... Ah, okay, cool. Okay, dann können wir doch ein bisschen hinter Spyro hinterher gucken. Das ist gut. Weil sonst hätte ich die da hinten wahrscheinlich vollkommen übersehen. Boom! Boom! Haben wir 81, haben wir jetzt schon. Jetzt mal, wenn wir jetzt an hier vorbeilaufen. Villa Sonne. Im ersten Teil kann ich mich nicht mehr genauso dran erinnern, was passiert ist. Im zweiten Teil haben wir Jäger, den Jäger, der da hinten auf uns wartet, haben wir da kennengelernt. Und auch eine andere Person, ein zweibeiniges Ochsenvieh. Ich komme nicht mehr auf die Namen. Die sind halt noch alle, die Vorgeschichte ist halt noch so schön bunt und also noch schön fröhlich erzählt. Aber im Spyro Dawn of the Dragon, was ich auch gespielt habe, kommt ein weiterer. Ich glaube, nee, da gibt es noch eine Vorgeschichte. Es gibt noch eine Vorgeschichte zu Dawn of the Dragon. Weiß jetzt aber nicht, wie die funktioniert hätte. Und jedenfalls scheinen wir da irgendwie was eine sehr böse Dame kennengelernt zu haben und müssen sie anscheinend irgendwie auch noch gerettet haben. Jedenfalls sind wir dann in Dawn of the Dragon mit ihr gefesselt und erleben da eine böse Geschichte, die aber sehr cool ist. Schon erzählt, und dann wird es ein bisschen düsterer. Das finde ich schon ganz cool. Also wird es ein bisschen erwachsener jetzt auch. Also nicht so Spyro wächst und auch die Geschichte wächst. Und das finde ich ganz cool. Jetzt gehen wir mal zu Villa Sonne. Diamanten haben wir bis jetzt. Und 300 brauchen wir für die wunderschöne Sheila. So, wir sehen uns natürlich erstmal direkt hier am Anfang rum. Können auch hier alles schön zerstören. Schön cool und so. Naja, passiert nicht viel mit. Fällt schon, dass man so ein bisschen die Umgebung zerstören kann. Den Kollegen sprechen wir gleich an. So, komm her. Was hast du für Probleme? Das ist nicht gut. Die rennen ganz gerne weg. Du musst aber sofort K.O. hauen. Und diese Dinge kann man auch kaputt hauen. Dann gibt's Spark ein bisschen was zu fressen. Weil er ist ja unsere Lebensanzeige. Wenn er K.O. ist, verlieren wir sozusagen. Und das ist nicht in Ordnung. Das wollen wir ja gar nicht. Hi! Lass mich nur kurz Luft schnappen und dann werde ich dem anderen Typen Feuer unter den Gitter machen. Make it real! So, weg damit. Bringst du noch was anderes oder? Auf jeden Fall. Natürlich. Klar, Digga. So. Da nehmen wir noch ein bisschen Leben mit. Sparks ist uns noch ein bisschen so, die Diamanten leichter zu kriegen. So. Da ist er wieder. Boom! Da war ein Megaboss auf uns. Ist ja gut, Digga. Alles geschmeidig. Können wir hier hochgehen.
Okay, was auch immer er damit versucht hat. Dieser Linux ist zu groß, um ihn umzurennen. Du musst ihn abfackeln, indem du die Kreistaste drückst. Ja, genau, weil so ein bisschen Feuer auch viel mächtiger ist als, hä? Geh kaputt! Boom! Boom! So, erstmal schön alles aufnehmen hier. Vielleicht kriegen wir es ja hin, ne? Dass wir gleich schon am Anfang hier noch Kohle beisammen kriegen. Der Typ verfolgt uns nicht, sondern haut einfach nur dieses Ding halt hoch, um uns halt aufzuhalten oder sowas, aber er greift uns jetzt nicht direkt an. Finde ich schon mal ganz cool. Nein! Da ist er. Ihr seid ein Kinderspiel, ne? Also man darf jetzt hier nicht zu viel erwarten. So, immer schön direkt in die Fressleiste durch. Kann ich hier irgendwie aufs Dächlein? Ich glaube, hier muss ich drauf. Oh, da guck mal, Vanessa! Jetzt kriegen wir wenigstens mal ein paar weibliche Drachen dazu. Wir hatten ja sonst keine. Kinderpornografie und sowas. Weg hier. Ups, hoch hier. Warte mal, ich hab irgendwas. So. Ich kann natürlich jetzt auch hier lang gehen. Das geht kaputt. So, das nehmen wir auch noch mit hier. Jetzt wollen wir eigentlich mal hier hochspringen. Und... nein, das hat nicht funktioniert. Scheiße. Hopp. 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 Vielleicht kriegen wir es ja da. Renn. Nein! Oh, die Steuerung ist... Los, hier hoch und hier hoch und jetzt ein bisschen drehen. Und nein, wir bleiben schön so. So, jetzt haben wir es. Kein Problem für mich. Ich bin ein Pro hier. Nee, ich will nicht dahin. Gehen jetzt erstmal hier hin. Drehen die ganze Schose. Und zack. Uah. Ja, wo du bist. Na, doof. Dautsch. Los, dreh die Kamera. Und jetzt kommen wir an so einen magischen Strudel hoch. Schwing. So, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Von hier aus können wir an Orten kommen, die sonst ziemlich schwierig zu erreichen sind. Wie zum Beispiel dieses Ding hier. Ah, siehst du, wenn wir jetzt so... Wichtig, Sheila das Känguru wird derzeit woanders aufgehalten und zwar von mir. Komm bitte in ein paar Jahren zurück, die Zauberin. Netter Hinweis. Wir brauchen also Sheila, um dieses Spiel hier spielen zu können. Okay, dann spielen wir mal ihr Spiel mit. Ich bin so witzig. Hi. Ich weiß. Kannst du mich auch an einer bestimmten Stelle berühren, oder? Was Arsch? Weg. Weg. Komisch, die keine Gegenwehr hier. Oh
What the fuck? Ja! Spyro putt machen! Ab! Nun hört, ich bin immer noch ein bisschen kränklich unterwegs. Also wie gesagt, dieses Format Retro wird jetzt jeden Sonntag kommen, aber dafür werden halt die anderen Let's Plays nicht gemacht. Was kann uns natürlich. Ja, vor Müdigkeit vielleicht. Schön die Kauleiste. So, jetzt haben wir hier das Tor aufgemacht, hier. Gehen wir mal direkt rein. Danke, dass du meine Stadt gerettet hast. Kein Ding. Als Bürgermeister will ich dich mit einem unserer riesigen Hühnereier belohnen. Na super. Sanders! Haben wir begleitet. Yay, hallo! Ja, du bist ein feiges Huhn, ich weiß. Tada! Also, das war das hässlichste Huhn, das ich je gesehen habe. Ja, Sarkasmus war noch dabei. Schwupp, weg ist er. Drei Eier haben wir gerettet. Ich glaube, das war sogar die Anzahl, die sie geklaut haben. Oh, was haben wir denn da? Ein geheimer Ausgang. Oh no, fuck it. Hi Spyro, ich habe diese Übungsarena für Gladiatoren gefunden. Aus der könnte man eine prima Skatebahn machen. Hast du Lust, deine Skateboardkünste zu testen? Das finde ich immer auch der geilste Synchrosprecher ever. Wir machen mal. Ich wette, dass du nicht alle 15 Eidechsen, die hier rumlaufen, fangen kannst. Komm einfach zurück, wenn du ein paar Boardtipps vom Meister haben willst. Wenn ich einen Meister finden würde? Da haben wir einen. Knapp daneben ist auch vorbei. Autsch. Sind wir umgefallen. Schnell wie aufs Board. Wer Scheißvieh. Hab dich. Ah, knapp daneben ist auch vorbei. Ah, fuck. Schnell wieder aufs Dingens drauf. Einen haben wir. Nein! Ah! Sobald ich halt das Board verlasse. Ah, es ist so dumm mit der Steuerung. So richtig aufkommen. Später geht das noch auf Zeit. Und auch mit Tricks, glaube ich, soweit ich jetzt mich erinnern kann, ist das auch später mit ein paar Trickpunkten. Was ich auch sehr cool finde. Er hat sich schon ein bisschen was einfallen lassen, das finde ich schon ganz in Ordnung. Wir haben jetzt hier halt nicht auf Zeit, das ist unser Vorteil, wir müssen jetzt hier nicht auf Zeit spielen oder so. Sondern wir können jetzt in aller Ruhe auch hier die Diamanten einsammeln. Wir haben auch 300 zusammen für die Sheila. Das ist schon mal ganz gut. Freut mich ja. Bin ich ja schon mal ein bisschen happier drauf. Man sieht, die verschwinden halt direkt hier unter dem Loch, aus dem sie rausgekrochen sind. Ah, haben wir noch nicht gekriegt hier. So. Jawoll, ja, wie schön. Backflip und so gemacht hier. Das gibt's doch nicht. Langsam habe ich den Dreh raus. Hab dich. Okay, hier sind wir fertig. Machen wir jetzt mal hier diese beiden Pussys hier.
Autsch. Wo haben wir denn hier? Da. Ach Mann, da haben wir. Gut, nehmen wir erstmal hier Diamanten wieder auf. Wir brauchen keine scheiß Tipps von nun. Luchas. Lucha. Hab dich, ha! Alles, was ich erreichen wollte. Dann natürlich noch diesen Pisser. Ah! Los, komm. Schade. Erwischt man so nicht. Pups. Ah, jetzt holen wir uns den. Jetzt holen wir uns erstmal den hier. Komm. Hab dich. Och. Perfekter. Nein, wir waren zu schnell. Oh, das war knapp. Nochmal. Hoch. Hoch. Ah, das gibt's doch nicht. Nein! Ah! Das hätten wir sogar fast so gehabt. So, noch eine Runde. Ich meine, ich will mich jetzt auch nicht ewig hier aufhalten. Ah. Habe ich da hinten auch noch einen? Sind nur noch 5 Stück. Immer noch dieser hier mit dabei. Ey, das gibt's doch nicht. Was willst du denn kriegen, ey? Ich darf nicht so spät springen, glaube ich. Was ist der ganze Trick dabei? Ups, ist er. Ja, hab dich. Das ist in Ordnung. Hoch. Fly away. Give a fly away. Fly away. So, jetzt wollen wir da. Nein. Nein. Oh. Wir waren jetzt hier, ne? Zack. Zack. Wuhuhu. Ah, verdammt mich. Ich werde noch die ganzen Dinger mitnehmen. So, dann müssen wir mal kurz eine Bahn hier fahren. Dann können wir nämlich einfach diesen Weg hier nehmen. Oh, das war knapp. Oh, da bin ich geschwebt. So. Jetzt holen wir uns diesen Kollegen hier. Ja, jetzt holen wir uns diesen Kollegen. War also schlimm. Hab dich. So, ich weiß jetzt leider nicht, wo der... Da! Ah. Fidu! Wo ist er denn hin? Da ist er. Hab dich! Ha! Das haben wir endlich alle. Bist, habe ich das hier in einer Eidechsenhöhle gefunden.
Hermann, hi, Emily. Hi, Emily. Okay, wenn du alle Eidechsen fangen kannst, ohne dabei draufzugehen und bevor die Zeit abläuft, könnte ich vielleicht noch ein Ei rausrücken. Das wird aber nicht einfach. Ja, das machen wir aber nicht jetzt. Das machen wir jetzt aber nicht jetzt. Jetzt wollen wir mal weiter. Wollen wir noch ein bisschen was von der Geschichte hier, von der Welt noch ein bisschen sehen. Und ja, das war das erste Level hier. Schön. Total toll. Ich weiß nicht, ob ich noch... Verdammt, ich bin so ein großes Huhn. Interessiert ihn nicht. Plansch. Gut, dann wollen wir mal weiter. Dann können wir mich jetzt auch Sheila befreien. Schwing! So, wir haben fast das ganze Geld für Sheila in diesem Level hier erreicht. Das ist cool. Finde ich so, was einem auch die Möglichkeit sozusagen gegeben wird, die auch sofort freizuschalten. Ja, ja, sicher. Spyro, wie herrlich naiv du bist. Deine Gutherzigkeit könnte dich eines Tages auf den Kopf kosten. Doch im Moment macht es mich nur reich. Ja, sei doch froh, Arschloch. Schwamm drüber. Sie wurde in ihrem eigenen Zuhause gefangen genommen. Das Abenteuer geht weiter. Das ist ein bisschen unlogisch, aber gut. Ist ein Kinderspiel, Leute. Da erwartet man nicht so viel Logik jetzt dabei. Macht keinen Sinn. Wir könnten natürlich jetzt in der alten Welt, also in dieser Welt, die Aufgabe von Sheila machen. Ich glaube, das tätigen wir auch mal. Eintritt in Villa Sonne. So, es sind die gleichen Kollegen natürlich nochmal alle hier. Aber um die will ich mich jetzt nicht so großartig kümmern. Ich will jetzt ein bisschen hoppe da hopp. Hin. So soll es sein, so kann es bleiben. So habe ich es mir gewünscht. Oh doch! Ich müsste jetzt eigentlich dieses Level hier spielen können, oder muss ich vielleicht noch die Schadensbegrenzung? Spyro, danke, dass du vorbeigekommen bist. Aber im Moment bin ich in meiner Heimatwelt schwer beschäftigt. Komm mich dort besuchen, Sheila. Na, großes Kino. Okay, cool. Machen wir erstmal diese Scheiße hier.
So weiter, wusste ich nicht, dass ich das kann. Weg. 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 Dann wollen wir wieder zurück. Zurück. Ach, zurück. Bad Sonnenaufgang. Gut, dann wollen wir erstmal in Sheilas Welt eintreten. Auch. Und gucken, ob wir da vielleicht ein bisschen helfen können. Eintritt in Sheilas Alm. Danke nochmal, Spyro. Jetzt muss ich herausfinden, was diese garstige Zauberin mit meinem Zuhause angestellt hat, während ich eingesperrt war. Kein Ding. Hallo, Sheila. Während du weg warst, hat uns ein Haufen Minox auf unseren Rücken vertrieben. Ist aber nicht so schlimm. Orgin und ich arbeiten an einem Staunplan, um sie wieder zurückzubekommen. Gutes Ding. So, jetzt spielen wir Sheila. Auch sehr schön, diese Abwechslung. Wir können halt im Endeffekt nur diesen Trick machen. Mehr kann Sheila nicht. Wäre auch komisch, wenn sie noch Feuer speien könnte. Spark hat seine Farbe geändert. Also müsste er jetzt was fressen. Und schwupps hat er sie wieder. Daher sollten wir eigentlich diese Dinger halt auch nicht so verschwenden. Falls es mal wirklich enge werden sollte. So, von da kommen wir. Als extra zu drücken, dann drücke sie nochmal, genau, wenn du von, an den Boden berührst, um einen Doppelsprung zu machen. Wenn du das erste Mal beherrschst, kommst du überall hoch. Spring nochmal, genau, wenn du landest, um einen Doppelsprung zu machen. Hey, schön. Erstmal wollen wir hier ein bisschen... ja. Diamanten aufsammeln, jetzt habe ich's. Ah, endlich zu Hause. Hier, ich habe es aufgehoben, um ein Omelette daraus zu machen. Aber ich glaube, das muss näher vergehen. Oh Gott, Ruby wäre fast ein Omelette geworden. I'm a Ruby. Hey Ruby. Come up, Ruby. 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 Der hat eine Tür, um eine Tür zu versperren. Ja, er freut sich. Das kann ich mir vorstellen. Ja, nee, ist klar. Ich weiß, glaube ich, was ich mit diesem Ding hier anfangen muss. Ja, ich hab's noch in Erinnerung. Oh, Scheißvieh. Komm du her. So, hinterher. Alles schön auf hier. Los. So, bist drinne. Das ist meine Rache dafür, dass er mich das letzte Mal von der Klippe geschubst hat. Jenny! Okay, Jenny hat eine Brille auf. Check this out.
Der andere freut sich. So, was haben wir noch hier? Kaputt. Kaputt. Nur ein bisschen aufpassen, ob ich jetzt auch noch genug Energy auf meinem Dingens habe hier. Kaputt. Geh kaputt. Yeah. Gibt dick Money hier. Und das Problem ist, dass du echt viel brauchst für diesen Mistkerl. Du brauchst immer extrem viel für diesen Geldsack. Der heißt auch Geldsack, das ist nicht mal eine Beleidigung. Piss dich. Oh verdammt. Ihre Rinden sind aber zu groß, um sie mit einem Tritt zu zerstören. Versuche stattdessen, sie mit einem Kopfstoß zu zerschmettern. Ich lenke sie ab und du zerstörst ihre Hütten, okay? Spring um die Dreieck-Taste. Ernsthaft, das ist deine Ablenkung? Wir machen sie erstmal kaputt hier. Batz! Zack! Das ist eine super Ablenkung. Aua! Weg, du Vieh! Wo kommen die denn alle her? Sind das in Hütten rausgekommen oder was? Sieht auch zum Glück ein bisschen bescheuert aus, ey. So, komm mal her. So. Aua! Geh doch eigentlich kaputt, du Vieh! Oh! Und den 10er mit dir. Den 5er und den 2er auch. Gut, der ist schon weiter. Und direkt hier weitermachen mit den. Oh! Sheila! Mach doch nicht so eine Sache mit mir. Kaputt! Wie kommt denn der jetzt bestimmt mal hoch? Total super versteckt und sowas, ich sie in 1000 Jahren nicht finden werde. Mann! Drei von drei in diesem Level. Ach, jetzt haben wir es geschafft. Hätte ich fast übersehen hier. Warum sagt ihr mir denn nichts, Leute? Und extra live. Nein! War extra live gleich verbraucht. So.
haben wir das hier auch. Da komme ich noch mal ran. Ja, habe ich gesehen. Den 5er Diamanten da hinten. Besorge ich auch gleich. Jetzt bin ich einmal hier. Schade. Kaputt. Kaputt. Hat. Ah. So, dann holen wir uns jetzt noch den 5er Diamanten da hinten. Bah, das war voll Ninja-Style. Total begeistert. So. Habt ihr gesehen, wie süß die Ohren wackeln? Super, ich freue mich. Die zweite Warnung. Was? Das Abenteuer geht weiter! Das war eine kleine Zwischensequenz. Sehr schön. Ja, erfolgreich gespeichert. Super. So. Den können wir leider nicht, diesen coolen Doppelsprung machen. Da kommen wir irgendwann mal hin. Aber jetzt will ich nochmal, wie gesagt, das extra Level bei Sheila machen. Für Sheila. Bumm. 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 Autsch. Bumm. 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 So. Das wäre erledigt. Oh, ich hab vergessen, wie man rennt. Zack. Ich hasse das. So, jetzt haben wir endlich hier die Möglichkeit, ins Bonuslevel zu kommen. Schauen wir mal. Oh, Jammer! Ich habe meine Liebste verloren. Sie wird in jenem Turm dort drüben von bösen Rinoxen bewacht. Kannst du sie für mich retten? Digga, schaffe ich schon irgendwie. Die scheiß Steuerung, ey, ist zum Heulen. Endlich. Boing. Das ist gerade mein Häschen. Und aua! Die spinnt gerade ein bisschen. Ich habe auch keine Ahnung, was der jetzt von mir wollte. So, da muss ich nicht hin. Da muss ich nicht hin. Da muss ich hin.
Alter, das ist eine Knarf. Boing. 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 Ey! Was für ein Bullshit. Wie hat er mich denn jetzt kriegen können? Jetzt müssen wir ihn unbedingt aufladen. Weil ich glaube, nach Grün kommt nämlich keine Farben mehr. Wir sind nämlich down. Robert Downey Jr. Alter, ich hasse diese Steuerung. Downey Mo! Geh weg. Du friss. So. Weg da! Ich finde es super, dass man hier wenigstens nicht runterfallen kann. Ja! Ich weiß nicht, wie der Frosch hier hochkommt, aber gut. Sparky, mitnehmen. Was drehst du dich denn so blöde Kamera? Jetzt sehe ich doch gar nichts mehr. Hallo. Was ist denn los? Das ist jetzt zentriert. Okay. Machen wir alle fertig. Das aber mal stimmt hier ganz und gar nicht. Die ganze Zeit so komisch dreht hier und man nichts sehen kann. Aber vielleicht ist es auch einfach nur hier wegen der Mauer, aber ich finde das ganz schlecht gemacht, ey. Eieiei, gleich gegen Zecken mal. Einfach hier runter oder was? Hier runter, die Autsch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich richtig bin. Ich glaube, hier bin ich falsch. Ich habe hier noch ein Ding gesehen, wo ich hin will. Weg damit. Oh, kleiner Raum. Schau an. Kaputt. Geh kaputt. Geh kaputt. Geh kaputt. Schön. Und... Boom.
Und bumm. Treffe. Ey, sehr mit. So. Aber wo muss ich jetzt hin? Muss ich jetzt zu ihm zurück und ihm das sagen? Ich gucke mal. Kann ich nicht. Tja, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt wieder durch diesen Special Raum zurück muss, aber ich denke schon. Weil ich habe das Eier bekommen im Endeffekt. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Okay, wir sind immer noch hier. Aber das ändern wir jetzt. Geh doch einfach kaputt, Junge. So, das lassen wir noch fressen. Dann geht's weiter. Fünf oder sieben. Yeah. So, dann wollen wir uns jetzt mal ein bisschen weiter auf den Weg machen. Hören wir uns einmal an, was er zu sagen hat hier. Ja, weil du auch gleiten kannst. Ja, ich weiß, wie man gleitet. Alter, wie kriegen sie das denn bitte schön aus? Ich komme sofort. Zuerst. Komme ich gar nicht hin. Arsch hier. Auch nicht hin. Gut, dann lassen wir es erstmal. Wenn du am höchsten bist. Ja, ja, ja. Ich habe in der Höhle da drüben etwas Glänzendes gesehen. Lass uns mal nachsehen, was es ist. Du gelangst dorthin, indem du schwebst. Dafür musst du nur am Ende deines Gleitflugs die Dreieck-Taste drücken. Okay. Oh, jetzt hätte ich es fast vergessen. Ich habe dieses Ei hier gefunden. Schönes Ding. Haben wir ein Ei gefunden für Springen. Clotrane. Hi Clotrane. Tschüss Clotrane. Mal, was wir finden. Dies ist ein Superfood Powerpunkt 2. Immer wenn du durch einen Powerpunkt wie diesen läufst, kannst du für eine kurze Zeit fliegen. Au! Danke, Zoe. Jetzt kommen wir zu diesem. Okay, verstehe ich nicht so ganz, aber gut. Bringt ja eh nicht viel. Damit. Ja, die ganzen Diamanten einsammeln müssen. Das kann man halt im Flug nicht so gut.
Das Wasser scheint jetzt auch keine bösen Absichten oder sowas zu haben. Aber ich dachte, ich könnte hier... hier wenigstens... nein, ich will nicht da hoch. Was war meine zweite Idee? Na super. Alter. Lass mich rollen. Jawolski! Amy! Hi Amy! So, wenn ich mich jetzt nicht täusche... Hallo! Na gut! So, haben wir uns das auch schon mal schnell geholt. Da oben haben wir ein extra Life, aber wüsste jetzt nicht, warum wir das unbedingt holen müssten. Wolkentürme. Eintritt in Wolkentürme. Das kann ich nicht zulassen. Wir müssen unbedingt die Regentürme reaktivieren. Kollege. Das ist erst nie, wo du als erstes hingehen sollst, ey. Habt ihr es denn überhaupt so gebaut, dass das nicht funktionieren kann? Amazonen haben wir ja auch. Schau an. Hi, Jets. Da kommen wir irgendwo hin. Was haben wir hier? Nix, okay. Autsch. Achso, von da sind wir gekommen. Ja, Entschuldigung für den kleinen Schnitt, aber meine Kamera wollte jetzt nicht mehr aufnehmen. Ich habe auch gerade geguckt, das ist jetzt eine Stunde Aufnahmezeit und ich würde sagen, damit beende ich damit auch das Video jetzt erstmal. Mitten im Level, tut mir leid Leute, aber ja, mein Gott. Ich hoffe, euch gefällt dieses neue Format. Und ja, wünsche noch allen angenehme Zeit und schreibt alles in die Kommentare. Vielleicht lässt sich ja mal ein Retro-Play finden, was ihr gerne haben möchtet. Ansonsten, ja, viel Spaß noch beim Zocken und hoffentlich sieht man sich mal online. Tschüss!